Das ist mega weird, ey. Jetzt komme ich mir nicht mehr vor, als würde ich Selbstgespräche führen beim Fahren. Das ist jetzt so Livestream-Action am Start. Moinsen! Bist du hinterher gerast oder was? Wie cool ist das denn? Oh, da knallt mein Auto glatt schon wieder. Kannst du mal eine ZX-10R Probe fahren? Würde gerne meine Meinung hören. Boah, keine Ahnung. Ich habe keinen Bock beim Händler nachzufragen, ob ich die Probe fahren kann, wenn ich da gar nicht dran interessiert bin, die zu kaufen. Ui, da hat jemand aber sein Getriebe gerade gefickt. Ton ist auch top. Flüssig top, aber... Oh, Dankeschön! Ich krieg mein Visier nicht mehr auf. Schickes Teil! Ja, Mann! Die Hausfrauen finden mein Teil geil, Mann! Wenn ihr wisst, dass die live im Stream war, aber... Das ist wieder eine andere Geschichte. Ich dachte eben schon an der Ampel, wieso fährt die Frau denn jetzt noch näher ran und so? Was will die von mir? Schickes Teil! Bei der R1 haben nur jüngere Leute mal gesagt zu mir, schickes Teil. Oh, ich sollte mir da vielleicht Gedanken machen. Ja, Marco, der Müllvandalutscher! Alex, mein bester Onkel, was geht ab? Vor allem, Leute, wenn ihr auf die GoPro geguckt habt, ne? Auf der GoPro, auf dem Display vorne, da steht einfach fett drauf, live. Ja, ne? Hast du eigentlich noch vor, dein damals nicht fertig geplantes Treffen in Dortmund nachzuholen? Dieses Jahr, da steht alles in Sternen, deswegen plane ich dieses Jahr noch nichts. Weil ich kann keine Menschenversammlung machen, wenn es verboten ist, wenn es ein Kontaktverbot gibt und so. Und man weiß ja noch nicht, wie lange das anhält und alles. Und man sollte das dann ja nicht ausreizen, wenn das Kontaktverbot vorbei ist, dann sofort so eine Riesenveranstaltung, wie auch immer, so ein Abo-Treffen zu machen. Aber Bock hätte ich auf jeden Fall drauf. Hinter mir ist ein Motorrad. Ach, der lässt mich rein. Hoho. Jetzt fährt er neben mich. Oh nein. Nee, der fährt nicht neben mich. Super gut. Das hätte ich nämlich nicht gewollt. Wie viel braucht dein Bike auf 100 Kilometern? Gar nicht so viel. Ich meine so, ja, je nach Fahrweise zwischen 6 und 8 Litern. Aber der Tank ist winzig. Ich glaube, ich habe so einen, was habe ich da, 10 Liter Tank, 11 Liter Tank oder so. Ja, also mit dem Tank, das ist wirklich das Einzige, was mich derbe abfuckt mit bei der Maschine hier. Diese Tank, ich gucke die ganze Zeit schon 92 Kilometer auf den Tageszähler. Ich komme noch so 30, 40 Kilometer weit, dann sollte ich tanken. Ich komme auf 5 Liter Tank bei der Dorsu, ja. War meine Schätzung gar nicht so falsch. Das ist halt winzig. Warum ist so warm, ey. Ich hätte den Pulli nicht anziehen brauchen. Mein armes Motorrad wird hier durch die Stadt gejagt, die ganze Zeit. Ampel Stop and Go. Also Livestream-Dings, wenn muss ich das dann ab und zu mal in verschiedenen Städten machen, oder? Das wird auch eine saubere Sache. Ich schwitze. Visier auf, damit ich nicht ganz so mich einsaue. Blub. Hast du eine Tankleuchte? Ja, wenigstens das. Also, ich muss leider los. Wann ist der nächste Stream? Noko, puh, kann ich dir nicht sagen, wann der nächste Livestream ist. Kann ich dir echt nicht sagen. Du wirst es ja auf Instagram erfahren. Moin, moin, Sven! Schön, dass du auch dabei bist! Für dich fahre ich jetzt erstmal hier rechts. Ah, Sven, der alte Elite-Member ist er. Der Typ, der gönnt hart. Der hilft mit, dass diese Livestream-Dings am Leben gehalten werden können. Guck mal, da sitzen sie alle am Spielplatz und am Park, wie auch immer. Auch nicht richtig, ne? Nee, so nicht. Ja, diese Emojis sind doch mega geil, oder? alle, die Mitglied sind, hau mal diese Emojis raus. Das ist so eine Special-Funktion, die ich kann so Emojis erstellen für Leute, die Mitglied sind, die dann diese Emojis im Chat so rein spammen können und so. Und ich meine, umso mehr
diese 99 Cent Mitgliedschaft abschließen, desto mehr Emojis kann ich freischalten, kann ich machen. Aktuell sind es 4 Stück und ich glaube, es fehlen noch 2 oder so, dann habe ich wieder neuen Emoji freigeschaltet, dann kann ich wieder was Neues machen. Ist voll cool. Alter! Sven übertreibt komplett! Sven, vielen Dank! Vielen Dank für deine Unterstützung! Alter! Sven, du musst auch an meinen Herbst denken! Nicht, dass ich dir hier umfalle vom Motorrad. Vielen Dank, Mann. Deine Unterstützung ist einfach Ehre. Ehre, ich rede schon wie so ein nicht ursprünglich Deutscher. Oder wie kann man es nett ausdrücken? Oh Mann, ey. Fahr mal bitte bei mir vorbei, please. Ja, Liam. Ich fahr gleich noch oben bei euch vorbei. Oder beziehungsweise. Nee, besser nicht. Ich wollte jetzt nicht unbedingt allen präsentieren, wo mein Bruder wohnt. Besser nicht. So, Leute. Also, der Stream, ich bin gerade irgendwie wohl in ein Funkloch reingekommen. Und dadurch, dass ich einmal kurz kein Internet hatte, ist der Hotspot ausgegangen, der Stream hat sich beendet und der hat sich nicht selber wieder eingeschaltet und außerdem habe ich dann hinterher versucht, den Stream nochmal zu starten und ja, meine GoPro-App hat das, beziehungsweise meine GoPro hat dann das WLAN, den Hotspot von meinem Handy nicht mehr gefunden. Ich habe ein paar Mal alles neu gestartet und probiert und so, habe das leider nicht auf der Schnelle wieder, ich habe irgendwie 20 Minuten versucht, das wieder einzuschalten. Habe es leider nicht hinbekommen. Aber trotz alledem hat das eigentlich bis gerade sehr gut geklappt. Ich habe fast eine Stunde gestreamt. Ich hoffe, dass euch so ein Livestream mal gefallen hat. Ich werde das auf jeden Fall jetzt noch ein paar Mal ausprobieren, sag ich mal, um zu gucken, wie stabil das Ganze ist und so. Vielleicht war das ja, sag ich mal, ein seltenes Problem, dass das mal abkackt oder so. Ich hoffe dennoch, euch hat dieser Live-Motovlog, den ich jetzt im Nachhinein noch geschnitten habe, gefallen. Wenn ihr gerne mehr davon haben wollt, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motovlog oder Livestream. Aktiviert die Glocke, damit ihr die Livestreams nicht verpasst, damit ihr live dabei sein könnt, mir Fragen stellen könnt und so. Alles klar, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Motovlog, Leute. Tschüssi!